ist sicherlich so, dass wir aufgrund dieses Fundes vor Ostern im Unternehmen die entsprechenden Maßnahmen getroffen haben, um weitere Funde oder weitere Proben, weitere negative Proben auszuschließen. Und im Rahmen dieses Maßnahmenplanes, den wir mit den Behörden erstellt haben, wären wir Ende Juni mit all den ganzen Themen, die dort zur Diskussion standen, durch gewesen und hätten dann eben auch wieder den Status gehabt, dass wir hier sauber arbeiten. Diese Probe war für den Verbraucher ungefährlich. Diese Probe wurde bei uns im Werksverkauf genommen. Es wurden insgesamt über 40 Proben bei uns im Werksverkauf genommen und weitere 30 Proben im Lebensmitteleinzelhandel. Und eine dieser Proben wies einen erhöhten Keimgehalt auf, der aber für den Verbraucher ungefährlich war. Die Studie hat sich im Laufe der Jahre seit 2012 mit Listerienfällen, mit Erkrankungen befasst und hat daraus eine Anhäufung von verschiedenen Möglichkeiten festgestellt, wo und wie Listerien krank machen können. Es gibt keinen Bezug zu unserem Unternehmen. Keinen Bezug zu unserem Unternehmen. Nach wie vor. Alles andere sind Mutmaßungen und Unterstellungen.